Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Survivor. Ja. Jedi Survivor mit unserem Kerl hier. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Das gebe ich auch zu, dass ich mich reinfinden muss. Wir waren... Kamen wir hier nicht von der Ecke? Genau, das war ja die Abkürzung. Genau. So, ich muss mal nochmal schwing und... Das ist ausweichen und das ist das andere Schwing und rückwärts Schwing und jawohl. Okay, wir machen nachher sowieso alles anders und falsch. So, können wir hier runterfallen? Nee, ich würde es lassen. Okay. So. Da bin ich. Und jump. So, nochmal kurz ein Looky-Looky machen. Wir müssen... Oh, da unten ist noch ein Secret. Ich glaube, da müssen wir vielleicht sogar hin, ne? Da hinten ist auch ein Secret. Nein! Da ist ein offener Weg. Mit einem Areal. Wo irgendwas ist. Und das ist der andere offene Weg. Da können wir irgendwie scheinbar... runterfallen lassen uns. Dazu müssen wir jetzt hier im großen rechts rum, langer Gang. Okay. Hier rechts rum, da. Rechts rum, nee. Da rechts rum. War das das hier? Tatsache. Die sind alle wieder da. Wo ist der Mr. Flammenwerfer? Den nehmen wir uns vor. Tschüss. Abstand halten. Da, der Jedi. Das wird wehtun. Ja, das tat weh. Projektile im Anflug. Oh, der ist tot. Okay. Na, komm doch her. Wertlos. Ausgefallen. So, hier können wir nämlich jetzt durch die Tür. Hier hinten könnten wir auch irgendwo hin, aber da kommen wir noch nicht weiter durch hier. Ne? Hier ist da sowas Versperrtes. Hier durch, rechts rum. Was ist hier? Erhaltenes. Ach, das zeigt der auch an. Okay, das ist... Tja, guckt einfach zu, was sein Kumpel gemacht hat. Ein Treffer, das stimmt. Sauber. So, lass uns doch mal gucken. Jetzt sind wir hier und hier unter uns ist ein Durchgang. Ich glaube, von der Plattform aus ist besser. Laut der Karte können wir da durch. Und dann machen wir das. Wow, das war knapp. Interagieren. Na toll. Wow. Sehr schön. Dann hatten wir das da oben aufgemacht. Das kenne ich noch. Da müssen wir auch wieder durch. Und dann geht es hier hinten lang. Echt jetzt? Das wird schon stimmen, wa? Ja.
Ja, das ist... Hatte ich das nicht schon eingesammelt hier? Ich glaube schon. So, runter und links rum. Hier ist, glaube ich, aber Action, ne? Jawohl. Ein Aufständischer! So. Ein Aufständischer. Wo ging es hier hoch? Hier ging dann Fahrstuhl. Ach toll, da hätten wir die Kurzform nehmen können. Das ist der Fahrstuhl direkt runter. Ja, na klar. Wusste ich. So, hier sind wir noch nicht durch, das weiß ich. Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis. Ach, der Kerl. Bringt ihn zu mir. Nee. Oh, ich war jetzt zu schnell für den Dialog, tut mir leid. Abriegelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Okay. Ist ein Fahrstuhl, den wir nicht rufen können. Nicht weiter. Nicht autorisiertes Lebewesen entdeckt. Untersuche. Scanner ist ausgefallen. Bist, ich krieg den nicht hier rübergezogen. Ich will den eigentlich hier runterschubsen. Geht aber nicht, Mist. Oh, was ist das hier für eine Tür? Eine verschlossene Tür. Geht auch nicht auf. Bleibt verschlossen. Oh, das Ding macht mich da... wo müssten wir denn letztendlich lang? Lass mal kurz gucken. Wir müssen das hier ein bisschen im Auge behalten. Wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Das heißt, hier rauf und rechte Seite rüber. Also da drüben müssen wir hin und das hier über das... Ah. Begegnung noch aktiv. Mist. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Siehste? Hat er nicht vorhergesehen. Huch. Ich glaube, hinter der Tür ist jemand. Ja, ich glaube, da ist jemand. Und was haben wir hier? Eine Dings zum Fliegen. Mach dich so ein Quatsch, Kerl. Wir können hier nach oben. Wollen wir nach oben? Wir müssen nach oben, aber hinter der Tür ist irgendwas versteckt. Okay. Ey, ich hab am Boden gelegen. Du bespitzt hier mit falschen Mitteln. Ja. Tschüss. Ich brauch einen. Okay. Ich meine schon. Der gehört mir. Oh, das sah, den hätten wir ausweichen müssen. Ich hab ihn erwischt. Da bist du stolz drauf, wa? Wo bin ich? Nein! Herkommen. Puiuiuiui, was war denn das eben? Da
Da hinten, hinter mir, hinterrücks, ist ein Versteck. Dein Auftritt, BD. So, komm, neues. Aber diese Lackierung, das sieht doch sowieso keiner. Mal im Ernst, mal in der einen oder anderen Sekunde. Also, es ist ja schön, dass es sowas gibt, aber es sieht doch wirklich keiner. So, hier ist ein Fahrstuhl gewesen. Da wäre ich fast runtergefallen. Aber was heißt denn fast? Ich bin's. Da stand ich irgendwo. Ach, das war der Fahrstuhl, bevor wir hochgekommen sind. Wo sind die denn jetzt? Ach, da, das ist die Plattform. So, den können wir jetzt theoretisch aktivieren, ne? So, und damit ist jetzt die Abkürzung freigeschaltet. Wow. Fordere Verstärkung ab. Meldung an Zentralkommando. Eindringlich gesichert. Sie werden sterben. Ich wurde getroffen. Feind verletzt. Er fasse viel. Das Ziel ist schnell. Au, au, au. Ach so, warte mal. Ich brauch was, Kumpel. Du bist erledigt. Ich bin beschädigt. Andere Richtung. Nimm den Fokus raus. Schaden verursacht. Ich bin getroffen. Hui. Das Ding jetzt, achso, ich habe hier oben jetzt die Luke aufgemacht, ne? Oder. Dankeschön. Ich glaube ja. Hat irgendjemand den Jedi im Sichtfeld? Ja, ich bin gleich der Skywalker, du. Ich glaube, wir sind da. Im Fregel. Cal Kestis. Der kennt uns. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht? Los, Hans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Baut Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bauts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befallen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Boat ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sias Tod ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Monaten. Oh, 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 Kerl. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brood hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Jetzt schon.
Das war nicht gut, Kerl. Ja. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, wir sind jetzt der Commander. Die imperiale Sicherheitsbehörde ist der mit der inneren Sicherheit befasste Arm des Imperiums. Aufgrund der uneingeschränkten Macht, des grenzenlosen Budgets und dem Mangel an Kontrolle der ISB lehnten andere Abteilungen des imperialen Militärs strikt ab, dass ihrer Autorität nichts galt und Freigaben mit zweierlei Maß erteilt wurden. Jeder Sektor der Galaxis wurde von einem ISB-Einsatzleiter verwaltet, der in einer Hierarchie eingebunden war, die bis zum Imperator selbst reichte. Aber wenn er getötet werden sollte durch Boot, weil wahrscheinlich ein Druckmittel da ist... Er war aber sehr erschrocken, dass Darth Vader persönlich da war. Das wusste er nicht. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Darf ich die Klamotten umziehen, bitte? Sieht nicht danach aus, weil ich nicht den Punkt kriege zum Umziehen. Was ist hier? Lang Denweg. Lang Denweg, Kommandant und Einsatzleiter bei der imperialen Sicherheitsbehörde, hat während der Klonkriege für die Republik mit Boat Akuna zusammengearbeitet. Er hat Boat die Mission übertragen, Sir Yunda zu finden. Ja, ich denke auch. Achso. Also ich glaube ja immer noch, Boat ist ein ganz netter, aber eben halt muss Dinge tun. So, zeig schon mal her. Wir haben hier einen Fachstuhl. Wir haben aber hier auch noch eine Kiste. Hübsch. Wo ist die Kiste? Da hinten in der Ecke? So wird's gemacht. Oh. So eine ist das. Ja. Haben wir ja jetzt zu viel gewonnen, wa? Jetzt haben sie uns die ganzen Stellen weggenommen. Verdammt. So. Da, wo wir reingekommen sind, müssen wir scheinbar wieder raus. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich kann nicht springen hier, übrigens. Wahrscheinlich, wenn ich die Tür aufmache, kriege ich Besuch. Hier haben wir den Fahrstuhl, um nach unten zu kommen. Und das ist eine Sicherheitstür, da kommen wir nicht durch. Ab in Atalanta da. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute hat es schön geregnet hier. Sehr gut. Aber eben halt nur zwei Tropfen auf heißen Stein, aber besser als gar keiner. Ich gehe mal hier rauf. Boat muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Ich kann nicht springen, übrigens. Das sieht nicht gut aus. Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Hier hat es den ganzen Vormittag bis zum 1 zu 2 geschüttet. Das war gut, aber eben halt zu wenig. Muss ich denn jetzt hier lang? Geradezu, okay. Hier geht gleich was mächtig schief. Hat gerade vibriert. Und günstig. Hä? Soll da jetzt rüber? Hä? Wie soll es gehen? Ich muss da rüber. Ich kann aber nicht springen. Ich kann gar nichts gerade machen, weil sonst fliegt ja unsere Tarnung auf. Muss ich.
Oh, nehmen wir den Bot mit hier. Also entweder ist gerade was broken, ich kann nicht springen. Ich komme aber hier auch nicht durch die Tür, oder doch? Aber ich bin ja schon lang gelaufen. Mach mal Tür auf. Ich kann keine Macht machen, nichts. Aber der Rest vom Controller funktioniert. Warte mal, Tastatur. Maus. Linksklick geht auch nicht. Also ist das auf alle Fälle eine Sache, dass wir es aktuell schlichtweg nicht können. Aber dann kann ich nur hier raus. Oder? Was? Broken? Oder kaputt? Ja. Aber er hat ja keine Zeit. Aber ihr, oh. Keine Ahnung, ist glaube ich kaputt hier alles. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Keine Ahnung, das war... Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß? Das ist nur was für Idioten. Ja, das ist genau mein Problem damit. Da. Er geht nicht an sein Funkgerät. Wer? Versuch's nochmal. Vielleicht verhört er gerade den Jedi. Meinst du, der lebt noch? Denweg sagte neutralisiert, nicht tot. Ja, stimmt. Ja. Aber lebend sind die nicht leicht zu erwischen. Kommt er dir bekannt vor? Ja, ein bisschen. Okay. Mit dem können wir sprechen. Wo finde ich die Offiziersquartiere? Ein neuer Rekrut, nehme ich an. Ja. Richtig. Tja, es spricht nicht für dich, dass du so wenig auf deine Umgebung achtest. Dass wir ja viel streifen. Ich habe keine Zeit für dich. Danke für den freundlichen Empfang. Boah, ist er freundlich. Noch ein Wort und ich melde dich wegen Insubordination. Geh weiter, ich will mit deinesgleichen nichts zu tun haben. Mit meinesgleichen? Weil ich rote Haare hab, wa? Das ist ein riskanter Schachzug von Denwig. Die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das bloß nicht hören. Gäste, sie überwachen uns. Oh, natürlich. Und wir überwachen sie. Welche Gäste? Wenn ich da durchgehe, ist Feierabend, ne? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Den Eindringling. Wir glauben, der Eindringling war nicht allein. In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdroiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdroiden runter. Ist das notwendig? Ich kann keine Ausnahme machen. Auch lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwig ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwig? Ja. Sie können passieren, Officer. Aber ich habe doch vier Streifen. Ich doch, bin doch besser und höher. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ach, ich habe gerade keine Karte. Verdammt. Hey, Kumpel. Oh, ich bin schon durch. Sei auf alles gefasst. Jetzt habe ich eine Karte. Oh, da war noch eine Tür. Ich muss zurück. Ich kann nicht zurück. Verdammt. Sie haben Gäste hier, die sie beobachten. Okay, Boot. Pack dich rein.